Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Stehen weiter 2 Sterne Master Rank Quests auf dem Programm, die optionalen. Und da machen wir mal direkt weiter mit einem Palomu im Korallenhochland. Ich überlege gerade. Hatten wir einen normalen Palomu schon? Nein, eigentlich nur diese komische Variante, oder? Wie auch immer, er wird auf jeden Fall gefangen. So, bevor ich es diesmal auch wieder vergesse. Nee, falsch. Schauen wir mal in die Jägernotizen rein nach dem Palomu. Da ist er. Feuer habe ich nicht, Donner habe ich. Ja, dann nehmen wir wohl Donner. Und dann gehen wir noch was essen und dann sind wir eigentlich auch schon soweit. So, den frischen hier unten auch noch. Na toll. Ausgerechnet der Polierer ist natürlich nicht aktiviert worden. Aber egal, wir werden es auch so hinbekommen, unsere Waffe zu schärfen, denke ich. So. Folge der Spur. Ja, haben wir denn schon eine Spur? Oder wo wollen meine Leuchtkäfer gerade hin? Ich überlege gerade, wo war denn der nochmal immer gewesen? Ich gehe mal lieber in die Richtung hier. Obwohl, hä? Jetzt haben sie doch die Spur aufgenommen, oder was? Na gut, dann vertraue ich mal meinen Leuchtkäfern. Beziehungsweise Spähkäfern. Mein Gott, was für ein Weg, ey. Nein, nicht abspringen, du Honk. Okay, an dem Ding kann man anscheinend nicht beschleunigen. Boah, wo treibt er sich denn hier rum? Im hinterletzten Loch oder was? Ach, da kommt er, von oben. Eigentlich würde ich ihn ja gerne irgendwie anspringen. Ach, er legt sich hin zum Schlafen. Ja, das ist ja auch mal eine Einladung, würde ich sagen, oder? So. Ah, leider nicht. Leider wahrscheinlich etwas zu nah dran, offensichtlich. Oh, Mann. So, dann nehmen wir doch erstmal den Kopf und machen den mal weich. Und dann würde ich sagen, probieren wir ihn mal direkt hier vor die Wand zu jagen. Ja, danke. Ach, ich glaube, wahrscheinlich in der Luft, gerade mit seinem Ballon, kriegt man ihn auch nicht so richtig zum Absturz, kann das sein? Oh Scheiße, ich bin so gut wie tot.
und gestunt, das war so klar. Aber immerhin, ich habe ja den Wiederbeleber dabei, der ist auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Sag mal, was stimmt mit dir nicht, ey? Der macht Stunts, ey, das ist echt so hart. Aber ich glaube immerhin, sein ganzer Ballon ist von meiner Schwächung betroffen. Ja, ich bin ich tot? Ne, nicht ganz, ne? Oh ja, Vitalitätswespe ist gut. Wo ist sie? Genau unter ihm. Oh, oder hinter mir ist auch okay. So, jetzt ist er weg, oder was? So, dann nehmen wir doch jetzt mal für einen schönen Ansprung genau dieses Viech. Dann reit oder lauf, mein kleiner Freund, was auch immer du bist. Ach so, ich wollte gerade sagen, so richtig entscheiden kann er sich nicht, aber er ist jetzt auf die Ebene nach ganz unten gesprungen. Wäre auch cool, wenn er hier einfach mal so komplett drüber springen könnte. Nein, wie konnte ich denn da vorbeispringen? Das gibt's ja. Und er überrollt mich einmal direkt. Ey, du bist doch ein Kackviech, echt. Na gut, er ist eingeschlafen. Das hätte ich geschickter nutzen können. Ah, nein, ich wollte ihn eigentlich da vor die Wand jagen, aber es hat nicht ganz geklappt. Warum auch immer sich jetzt da nicht festhalten konnte. Oh Gott. Na gut, er ist auch wütend. Das ist natürlich generell der schlechteste Augenblick, um da irgendwas zu reißen mit der Klammerklaue. Oh, er liegt da. Leider nicht lang genug für mich. So. Ist immer noch geflasht. Was hat er denn jetzt in die Fresse bekommen? Boah, den fand ich auch im Monster Hunter Iceborne, im Monster Hunter World Vanilla. Ach so, der flasht ihn die ganze Zeit. Das habe ich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Jetzt bin ich auch nichts mitgeflasht worden. Den fand ich schon immer ein bisschen nervig, weil er halt auch so viel und komisch in der Luft rumhängt, ja. Oh, jetzt hebt er schon wieder ab, ey. Und verabschiedet sich. Aber ich glaube, das mit der Klammerklaue habe ich auch langsam so ein bisschen besser raus. Man muss halt wirklich einfach genauer auf den Status des Monsters achten.
Wobei natürlich bei so einem Viech, was hier die ganze Zeit als Luftballon irgendwie durch die Gegend strackst, ich glaube, sämtliche Regeln außer Kraft gesetzt sind, so ungefähr. Ach Gott, ey, gehst du mir auf den Sack, ey. Ja, und gestunt. Der ist einfach so unfassbar nervig, der Typ. Das gibt's gar nicht. Aber wahrscheinlich denkt er das gleiche von mir auch. Guckt euch an, was der für einen Scheiß macht, ey. Das gibt's gar nicht. Wie komme ich jetzt an den Kopf? Wo bin ich überhaupt? Jetzt bin ich irgendwie auf dem Flügel. Ich wollte eigentlich Richtung Kopf. Junge, ey. So. Hat's ihn? Nee, mich hat's eher hingelegt, ey. Hui. Warum auch immer mir das gar kein Leben zurückgegeben hat. Oder sah das nur so aus? Naja, immerhin mal eine volle Kombo ins Gesicht, wenn auch nicht ganz aufgeladen. Beziehungsweise gar nicht so richtig aufgeladen. Ich sag mal. Doch, der war mit einer der nervigsten. Wenn ich so eine Scheiße schon sehe, ja, wie der hier rumspringt. Jo, er heilt sich. Er könnte lieber mal mich heilen. Wir stehen direkt nebeneinander. Das könnte mein Tod werden. Ach, ich bin auch in den Tränken verrutscht. Vielleicht hatte ich deswegen voll den Eindruck, dass es mich so gut wie gar nicht heilt, weil ich einen kleinen Trank genommen habe. Ich hatte ihn noch gar nicht, ne? Richtig. Aber jetzt rennt da unten der Tzatziki-Typ rum. Das ist natürlich auch sehr ungünstig, wenn ich ihn jetzt hier so richtig schön bearbeiten will. Oh, ey. Danke, danke. Arschlöcher, echt. Mit euch kann man auch nicht zusammenarbeiten, ne? Wie er das Ding in den Maul stecken hatte. So, angeblich wurde irgendwas gebrochen, aber ich sehe ehrlich gesagt nichts. Vielleicht ist es auch nur angebrochen. Ah ne, der Flügel da könnte durch sein, der eine. Oh Mann, ey. Einfach nur unfassbar nervig, dieses Viech. Ich könnte mal wieder Schleudermunition gebrauchen. Nehmen wir doch erstmal die hier. Obwohl, ich glaube, mit Leuchtmoos geht es eventuell gar nicht. Kann das sein? Schon gar nicht am Schwanz. Weg mit dem Schrott. Ey, Junge, was verdammt nochmal ist in deiner Kindheit schiefgelaufen?
Ach Mann, ich wollte mir gerade die Heilung da abholen, die da angelaufen kam. Ja, wenn ich eh tot bin, kannst du auf mir rumspringen, so viel du möchtest. Das ist okay. Nein, er will wieder anfangen. Ach komm, ich spring nochmal auf ihn drauf. Naja, so gerade nicht. Aber so. Irgendwann, mein Freund, hole ich dich da nochmal runter. Oder gib dir auch so einfach ein paar mit. So. Also ich habe das Gefühl, sie sind generell viel schneller zu besteigen als in Monster Hunter Generations Ultimate. So, und runter mit dir. Ja, ich wollte gerade sagen, und den dritten Zuschlag, da rennt er dann raus oder was? Das wäre auch dreist gewesen. Ah, schade. Naja, ganz so fit sieht er nicht mehr aus. Na klar. Okay, wir haben einen neuen Schnurtruppler an unserer Seite. Aber ich glaube, der Palermo oder wie der heißt, der fliegt gerade eh weg. Hallo. Na gut. Ach Mann. So wollte ich zwar ursprünglich nicht positioniert sein. Naja, aber es war besser als nichts. Auch das war besser als nichts. What the fuck? Wieso bin ich in Ohnmacht gefallen? Oh Mann, ey. Mein Schnurtruppler hat mich verlassen. Ist das alles traurig? Welcher denn hier? Mein reitender Freund? Mist, kann ich nicht benutzen. Dreck. Da muss ich jetzt tatsächlich selber hinlaufen. Ach ja. Wo kämen wir denn hin, ne? Wenn sowas bei Monster Hunter nicht passieren würde. Eigentlich wollte ich ihm gerade fett einen ins Gesicht blasen. Und sterbt dabei. Aber nicht mit mir, mein Freund. Hier bin ich schon wieder. Ich hätte auch mal meine Waffe schärfen können. Hm? Und er fängt schon wieder mit so einer Scheiße hier an.
klar. Das war Feuerkraut, das war gar nicht für meine Schleuder. Ach, ey, wie er mir auch immer hinterher bounced, ja, da könnte ich brechen. Bin ja schon wieder tot. Ja, brich mir noch meine Heilung ab. Und er bounced schon wieder fröhlich rum. Wie wär's, wenn du jetzt einfach mal unten bleibst? Da oben stehen drei, aber die sind, glaube ich, doch ein bisschen weiter weg, als ich gedacht habe. Und er flieht schon wieder sonst wohin, während der andere Britzeltub hier ankommt. Hallo. Da wäre ein Schleuderdorn gewesen, Mist. Oh, super Sprung, super Sprung. Bei denen da hinten, das sieht ja immer so ein bisschen aus, als wenn ein paar Animationsphasen fehlen würden. Das stockt doch immer so leicht, oder? So, hier ist was für meine Schleuder. So, ich krieg dich noch irgendwo vorgestoßen. Ja, aber er ist natürlich genau gerade ausgerannt und nicht... Ey, wir stehen ja zwischen zwei Wänden und er schafft es, sich da raus zu navigieren. Ach, Junge, ey. Aber habe ich ihm nicht seine Schnauze gebrochen, oder was? Oder einfach den zweiten Flügel, kann natürlich auch sein. Oh ne, sein Ballon, cool. Oh, der Schwanz ist hart von ihm. Vielleicht muss ich den auch nochmal weich machen, den Schwanz. Ja, klar. Es hat noch nicht mal gereicht. Komm, lass mich mal zum Schwanz. Ach, er ist eh wütend. Boah, wie lang kann so ein Kampf, ohne Witz, gegen dieses Kackviech dauern, ja? Ja, komm, nochmal bitte. Ich bin gar nicht so sicher, ob er diese Ballonsprünge wirklich schon immer gemacht hat. Aber ich weiß, dass ich ihn schon immer gehasst habe, ey. So ein Dreckviech. Er glaubt, er kommt direkt nach Kirin. Ohne Witz. Und er fliegt schon wieder weg. Mann, 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 ey. Ich dachte eigentlich, ich schaffe in dieser Folge zwei Monster zu jagen. Aber ich denke, da habe ich mich getäuscht.
Boah, wenigstens mal runtergeholt, echt. Und dann noch gut positioniert dabei. Das ist ja echt der Wahnsinn. Okay, ich bin auch geblitzdingst. Aber ich glaube, er hat auch nicht mehr so richtig viel Bock. So, er ist leider wütend. Das heißt, ich kann die Kapseln, die ich hier aufgesammelt habe, gerade nicht verwenden. Aber jetzt ist er nicht mehr wütend. Ja, doch, es geht wirklich ganz gut mit ihm irgendwo hinschicken. Nur, wenn er natürlich nicht vor die Wand läuft, ist das natürlich irgendwie auch nicht so richtig produktiv. Ah, diesmal habe ich ihn runtergeholt dabei. Sehr schön. Und er ist schon wieder weggenockt. Ach Mann, jetzt ziehst du natürlich deinen Schwanz weg. Da könnte ich ja auch brechen. Oh shit, falschen Knopf gedrückt. Jetzt ist meine Muni nicht mehr voll. Achso, die sind leer. Das sind die, die ich gerade aufgesammelt habe. Ja, komm. Ist er jetzt gerade weg? Boah, was für ein nerviges Viech, ey. Er schläft. Na dann. Gute Nacht. Das war ja dann wirklich ziemlich genau eine Folgenlänge, die ich mit diesem prächtigen Vieh verbracht habe, ja? Meine Fresse. Da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft für diese Folge, aber ich kann es leider nicht ändern. Er ist einfach super nervig. War er in World auch schon, ist er in World Iceborne immer noch. Und er wird auch immer nervig bleiben. Und zwar mehr nervig als die meisten seiner anderen Kollegen. Nährendes Extrakt. 12 Stück. Willst du mich verkackeiern? Juhu. Mein Gadget ist Stufe 15. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich schon wieder auf ein anderes wechseln. Aber ein, zwei Mal will ich natürlich noch mit einem Stufe 15 Gadget spielen. Wobei sich, ich glaube, die Effizienz stand da ja gerade, hat sich noch verbessert. Ansonsten wahrscheinlich nur da nur ein manueller Effekt, obwohl, ne, das hätte auch da stehen müssen. Aber wahrscheinlich, weil man die Wiederbelebung eh nicht manuell machen kann, gibt es zwar keinen manuellen Effekt, keinen weiteren. Hey! Jo, Flugwübern erjagen.
müsste hier jetzt nicht eins weg sein? Wenn ich das geschafft habe? Naja. Dann wie immer, oder? Haben wir hier diesmal gar nichts gebracht. Ah ne, gab gar nichts. Alles klar, nichtsdestotrotz ist die Zeit schon wieder um. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.